Am letzten Samstag haben die Buben und Mädchen wieder die Möglichkeit, in der Pfadi zu schnuppern. Das erste Mal hat die Pfadi einen nationalen Schnuppertag organisiert. Die Lehrer Jakober ist zu der Pfadi Wallisele und hat dort die eventuell neuen Pfadis begleitet. Strahlende Sonne, eisige Winde. Für die Pfadis beste Bedingungen für ihre Abenteuer. Es ist ein ernstes Unterfangen, denn sie machen sich auf, um den Vater von der Pippi Langstrumpf und natürlich einen Schatz zu finden. So die Pfadileiterin Java. Pippi Langstrumpf ist zu uns gekommen und mit zwei Flaschenposten und sagt, dass sie die beiden Flaschenposten von ihren zwei Vätern bekommen hat. Jetzt ist sie natürlich völlig aufgelöst. Was soll sie machen? Sie weiss nicht, welcher der richtige Vater ist. Und dann gehen wir jetzt auf die Spur. Auf dem Weg müssen sie tiefe Schluchten überqueren und ihr ganzes Wissen einsetzen, um den Weg durch den verzauberten Wald zu finden. Für einige ist es erstmal ein Pfadi-Nachmittag, doch viele sind schon mit vollem Herz mit dabei. Man macht viele Sachen, man macht viele lässige Sachen und man geht im Wald. Wir werden viel dreckig, wir machen immer eine Übung und es ist jeden Samstag und es ist voll cool. Also ich war jetzt schon in ein paar Lager, aber das erste ist halt wirklich so etwas Neues und man hat sehr viel dort erlebt. Was denn? Ja, das erste Mal ohne Elternwoche und auch mit all den coolen Leuten von der Pfadi zusammen halt eine Woche lang zusammen zu sein, ist schon recht cool gewesen. Mein coolstes Pfadi-Erlebnis war eindeutig das internationale Lager, das MUT 2012 in Kanada. Weil man dort einfach mit anderen Kulturen zusammensitzen und über unsere Probleme, die wir haben, so Energieprobleme, kann diskutieren. Das war, als ich mal im Ausbildungslager war, also wo man als Leiter ausgebildet wird, sind wir auf einer Wanderung, wo wir kombiniert mit dem Velo neu ins Arme gefahren sind, gewandert, übernachtet und am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang auf Schnäbelhorn gegangen sind und dort haben wir zum Morgen gegessen auf dem Gipfel. Beim Nationalen Pfadi-Tag haben über 320 lokale Pfadi-Gruppen eingeladen. Ein Ziel der Pfadi ist, aus den Kindern mal verantwortungsvolle Erwachsene zu machen, die sorgsam mit der Natur umgehen. So ist ganz klar, dass es vor dem Ballonvertätschen auch Anweisungen gibt, dass auch ja alle Ballonteile den Weg wieder aus dem Wald finden. Pfadi ist ja nicht nur ein Hobby, Pfadi ist ja eine Lebenseinstellung. Und durch das lernt man Sachen fürs Leben, also das ist ein Rucksack fürs Leben. Und darum denke ich, Pfadi wird nie langweilig, weil es geht mit der Zeit, sowohl wie Social Media, wie auch in der Natur draussen. Wir gehen mit der Zeit und wir sind dabei, wir bleiben am Ball, aber halt alles in der Natur. Am Schluss hat Pippi Langstrumpf ihren Papi wiedergefunden, der Schatz ist ausgegraben und dann wird noch ein rauchig warmes Feuer gemacht.